Du hast einen fantastischen Handstand hinbekommen und den auch auf Instagram gezeigt. Wie lang hast du für den gebraucht? Keine Ahnung, ich habe mit meinem Vater mittags Holz gesägt und für so einen Zaun im Garten. Und immer, wenn er halt gerade gesägt hat, habe ich das versucht. Und irgendwann konnte ich es. Das nächste Ziel ist jetzt dann von dem noch in der Handstand zu drücken, aber da habe ich mir ziemlich letztes Mal Weg gemacht am Kopf. Das dauert noch ein bisschen, bis ich das hinkriege. Also er arbeitet quasi und du machst den Handstand. Ja, klar. Ich habe gesagt, mein Vater muss sich auch irgendwie fit halten. Hast du ein Vorbild? Ich habe mich eigentlich früher nie wirklich, also ich habe mit 14 erst angefangen mit Handballspielen. Davor wusste ich nicht mal, was für Mannschaften in der Bundesliga spielen. Handballerisch hatte ich jetzt noch nie wirklich ein Vorbild, weil ich mich dafür viel zu spät habe angefangen zu interessieren, sagen wir so. Und warum bist du mit 14 dann zum Handball gekommen? Weil ich eine Wette verloren habe. Du hast eine Wette verloren. Also ich habe eigentlich immer Fußball gespielt und im Winter so ein bisschen Handball. Und dann hat mein Kollege zu mir gesagt, komm, wir spielen jetzt das Quali-Turnier für die Spielklasse und wenn wir es schaffen, dann bleibst du im Handball. Und ich gesagt, ja, okay, Versuch ist wert. Und dann haben wir es im letzten Turnier noch irgendwie geschafft und dann bin ich halt im Handball geblieben. Und bist Kreisläufer geworden. So. Ja, eigentlich war ich nie wirklich Kreisläufer in der Jugend. Habe immer eigentlich im Rückraum gespielt. Wiedekheim hat mich dann wieder als Kreisläufer geholt. Aber ich darf nicht im Rückraum spielen. Mein Trainer verbietet es mir. Ach was, wieso? Ja, das muss ich ihn fragen. Bist du Mimi sonst gefährlich? Ist halt schon ein bisschen alt. Also, nee, Spaß. Also, ich habe. nee, ich hab keine Ahnung, ob das für die Klasse auch reichen wird, aber ich bin ganz zufrieden am Kreis. Also, es läuft ja da auch.